Hallo, hier ist Vegan City einfach gemacht. Hier ist die Ursel. Grüße euch. Ja, wie versprochen gibt es ein weiteres Wildkraut, was ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar ist das hier heute die Postelei. Und zwar habe ich hier, wächst das hier vor, so schön geschützt vor einem Schuppen. Und bin ich ganz begeistert, dass ich euch heute auch zeigen kann, wie das blüht. Ich habe mir mal wie immer ein kleinen Spickzettel gemacht. Und zwar wird die Postelei auch das gewöhnliche Tellerkraut oder Kuba-Spinat genannt, Winterportulak oder eben Postelei. Ja, sie kommt ursprünglich aus dem Westen Nordamerikas, ist mittlerweile in Mittel- und Westeuropa, tritt sie auf. Und das Schöne an diesem tollen Kraut ist, dass es winterhart ist. Und insofern dann natürlich auch, sag mal, wie hier zum Beispiel an geschützten Stellen, und der Winter war ja recht mild, ja, fortdauernd wächst. Was das Tolle ist auch, wenn man, sag mal, nicht gerade die Pflanze ganz rausreißt mit den Wurzeln, könnte man, weil die Wurzeln sind auch essbar, aber wenn man die jetzt, sag mal, einfach hier so abschneidet, wächst die dann auch wieder nach. Also wenn man die in etwa, sag ich jetzt mal, hier so, zeige ich das mal, ich habe das nämlich selber schon gemacht, wenn man die hier in etwa so abschneidet, wächst das alles wieder wunderbar nach. Also ich habe ja eben schon gesagt, die ganze Pflanze ist in ihrer Gesamtheit zu verzehren. Ja, mit älteren Blättern, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht so aus. Also ich finde auch, dass ältere Blätter gut schmecken. Ja, wie schmeckt diese Pflanze? Also ich würde sagen, nach jungem Spinat. Sie schmeckt wie lecker, lecker, lecker junger Spinat. Oder hier wird auch geschrieben, wie Feldsalat. Ja, könnte man auch wohl sagen. Was enthält die Pflanze? Ja, wie alle Wildpflanzen, sage ich jetzt mal, ist sie sehr nährstoffreich. Sie enthält klar Vitamin C. Und man sollte nicht glauben, also ich weiß aus einer Quelle, der macht viel, testet die Leute per Bioscan. Und der sagt, dass es unglaublich ist, wie viel Menschen, sag mal, eigentlich das Vitamin C fehlt. Weil doch, sag mal, diesen hochgezüchteten Gemüsen und so weiter, ja, fehlt einfach das Vitamin C. Was natürlich auch bei allen Wildkräutern ist, ist, dass sie in reichem Maße Chlorophyll enthalten. Und Chlorophyll ist unglaublich wichtig für uns. Und ja, was hat es noch? Magnesium, Kalzium, Eisen. Aber was eben auch toll ist bei dieser Pflanze, das wusste ich auch nicht, andere Salatpflanzen speichern wohl schnell Nitrit und das tut diese, oder Nitrat, und das tut diese eben nicht. Also die speichert das nicht so auf. Ja, und ich zeige das jetzt mal noch mal ein bisschen genauer, warum die vielleicht auch, damit ihr sehen könnt, warum die Tellerpflanze heißt. Also sie geht wirklich wie so ein Teller, sage ich jetzt mal, hier so um diesen Stängel hier rum zu, der hier oben dann nochmal rauskommt, wo diese hübsche weiße Blüte dann erscheint. Ja, was kann ich noch sagen? Wie gesagt, winterhart, ganze Pflanze ist genießbar. Inhaltsstoffe habe ich gesagt. Und ich bin mir sicher, dass, sage ich jetzt mal, noch viel mehr drin ist, sage ich jetzt mal, als, ja, ich sage jetzt mal, der wissenschaftliche Name, sag mal, Eisen, Kalium, Calcium und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass da, sag mal, noch viel mehr drin ist für uns. Und ja, und ich sag mal, was diese Wildpflanzen, finde ich, von diesen Supermarkt-Sachen unterscheidet, ist es einfach die Vitalität. Wenn ihr das erntet und wirklich noch, meinetwegen, vielleicht sogar am gleichen Tag oder im feuchten Tuch eingeschlagen im Kühlschrank, könnt ihr das vielleicht auch, sag ich jetzt mal, 4-5 Tage aufbewahren. Da sitzt doch noch ganz anders Kabum hinter. Ja, das war es dann erstmal mit der Pflanze, mit dieser schönen Postelei. Man kann also wirklich auch da, wie bei vielen anderen Wildpflanzen, als Salat zubereiten oder als Pesto, als Aufstrich, als, ja, mehr fällt mir im Moment nicht ein. Also kombiniert das einfach und ich bin sicher, ihr seid auch fantasiereich genug, um da mal das Passende für euch zu finden. Okay, das war's mit dieser schönen Postelei, so nenne ich sie, oder Portulak. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einfach einen Daumen hoch. Und ach so, was noch wichtig ist,
bei allen Wildkräutern, die ihr sammelt, achtet natürlich drauf, ja, es sollte natürlich nicht direkt an der Straße sein oder wo jetzt Hunde-Pinkel-Station ist oder so. Da solltet ihr schon natürlich drauf achten oder sag mal nicht gerade da, wo das nächste Feld gespritzt wird, dass es rüberweht oder so. Auf diese Dinge sollte man natürlich auch immer achten. Gut. Jetzt ist es aber wirklich zu Ende mit diesem Video und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Wildkräuter-Video. Eure Ursel, ciao!